Und hallo und herzlich willkommen von einer langen Pause zu einer neuen Folge Let's Play FantasyCraft. Und ich bin wieder allein. Der Papa Stumpf, der kann gerade zurzeit gar nicht, weil er zurzeit umzieht. Der hat Umzugsstress. Ich hoffe, der nimmt sich doch mal irgendwann wieder mal Zeit. Oder hat bald wieder Zeit. Wenn du den Let's Play siehst, Grüße. Und ich bin hier natürlich im Untergrund. Und grab mich hier durch und suche endlich mal wieder nach Eisen und Diamanten. Ich bin jetzt ein bisschen allein hier. Aber na gut. Anders geht ja nicht. Jetzt erstmal. Und im Hintergrund vielleicht hört man auch meine Eltern und meine Schwester. Ich weiß es nicht, oder ich übertöne es gerade mein ganzes Gerede. Dann ist das gut. Mir ist ein bisschen warm, ich bin müde, weil ich ihnen ein bisschen geholfen habe, mein Onkel, heute. Wenn ein bisschen gerade die Stimmung oder ein bisschen meine Stimme ein bisschen anders ist, dann tut es mir herzlich leid. Aber ich bin müde und ich habe ein bisschen viel geholfen heute. Aber ich habe gedacht, jetzt muss ich mal wieder einen rausbringen, weil jetzt sind das so lange her. Ich habe jetzt nicht mein letztes Spiel geguckt, aber es ist schon was her. Ein bisschen. Ich habe auch mal ein Let's Play Together gemacht mit den Marco Schäfer. Und das muss ich auch nochmal gucken, dass mein Papa es mir rüberschickt, weil ich das auf sein Tablet aufgenommen habe, weil ich mit Marco über Skype. Ja, Leute, das muss ich euch auch noch sagen. Ihr findet mich natürlich unter Skype auch. Aber ich gucke auch jetzt nach Abonnenten jetzt erstmal. Ich nehme dann auch nicht jeder an, den ich jetzt nicht kenne. Weil das kann ich jetzt auch noch nicht. Also. Aber ich habe noch ein paar Unbekannte. Also ihr könnt ruhig auch mal in den Kommentaren schreiben. Gerne. Wie ihr mein Let's Play findet. Ich freue mich über euer Feedbacks. Und was ich auch ändern kann, und ich setze hier keine Fackeln hin, damit ihr nichts sieht. Nein, weil ich das jetzt vergessen habe. So. Und so seht ihr wieder was. Wir haben jetzt bei mir Echtzeit 23 Uhr. Warte, Moment. Ja, 23.32 Uhr. Und es ist jetzt bei mir spät abends und es ist mir trotzdem noch warm. Und ich habe jetzt überhaupt gar nichts eingeplant, was ich jetzt ganz Zeit besprechen. Ach ja, das Projekt habe ich auch noch wieder vor. Ich habe es ja mal angekündigt. Ich glaube, ich mache gleich wieder eine Folge. Mal gucken. Ich lasse euch überraschen, ob ich jetzt noch eine rausbringe gleich. Und ich baue gerade Erde mit Schwert ab. Das ist sehr schlecht. Nein, man baut nicht mit Schwert ab. Das darf man nicht. Ist mir egal. Ja, ein bisschen bin ich auch verschnupft. Daher. Auch dafür tut mir leid. Aber ja, ich lasse mich davon jetzt nicht abbringen. Und auch mich jetzt nicht stören. Trotzdem, wenn es jetzt nervt. Nein.
die ich gerade im Hintergrund gehört habe, sind meine Eltern Gassi gegangen. Das ist ein gutes Zeichen. Sturmfreie Bude. Da habe ich wenigstens kurz ein bisschen Ruhe im Hintergrund. Ja, ich freue mich auch mal ein bisschen gerade Luft hier zu haben. Da muss ich auch nicht jetzt so arg meinen Hintergrund übertönen. Weil manchmal ist der Hintergrund lauter als ich. Nein. Echt jetzt? Wow. Das kann doch jetzt nicht sein. Habt ihr das gerade gesehen? Guckt euch mal bitte alle Folgen an. Und wenn ihr seht, dass ich hier dieses abbaue, das hat eigentlich sehr lange gedauert. Und ich weiß jetzt nicht, was das jetzt war. What the fish? Ich bin gerade überrascht. Ja, zum Thema What the Fish. Ich habe wieder mal R2HD geguckt. Nice, Mann. Ich guck mal, dass ich die Daumen jetzt hier mal kurz im Bild reinkrieg. Und ich bin gespannt, wann er eine weitere Folge rausbringt von Modkiste. Ja, Eisenpopeisen. Und hopp, ab nach unten. Was habe ich denn im Inventar? Okay. Natürlich habe ich auch ziemlich lange kein Fenchelkraft gespielt. Ich habe mit Marco Schäfer, also wenn ihr wollt, kann jemand seinen Kanal besuchen. Wenn ihr unter mein Kanal sieht, unter Kanäle, da könnt ihr alle meine Leute, die ich anschaue und abonniere, schauen. Schaut bei denen vorbei. Die freuen sich auch über euren Besuch. Und ich habe keine Fackeln. Dann fackel ich nicht mal lang. Dann mache ich mir ein paar. So. Und weiter geht's. Im Untergrund. Wenn ich mal ein bisschen so hört, das bin natürlich ich. Oh, lol. Ich habe gerade mal. Achso, das ist Eisen. Ich habe jetzt nichts sagen wollen. Nein. Und da habe ich auch Diamanten. Ich glaube, ich weiß schon, wie der Titel heißt. Endlich Diamanten. Habe ich hier noch eigentlich. Ja, wieso benutze ich eigentlich die? Ein bisschen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So. Ein bisschen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Und einmal eine Fackel. Noch ist gerade mein Tunnelsystem thematisch und noch sehr ordentlich herauszufinden. Aber noch warten wir ab, bis man ein bisschen weiter gegraben hat, überall Gänge. Dann findet man nicht so weit raus. Das habe ich
oder das mache ich immer. Und ich habe dann nie rausgefunden, und da fängt mir gerade wieder ein Lied ein von Kronk. Ich krieg ne Rappel. Und jetzt fällt mir gerade so vieles ein. Okay, im Hintergrund höre ich gerade was. So, oh, wieder Eisen. Und schon. Ihr kennt doch die Versicherungswerbung mit der DEVK, nee, VHV, Entschuldigung, mit den Til Schweiger. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Da würde ich mal, freuen, wenn ihr mal zu diesen Werbung was sagt. Ich finde die eigentlich sehr komisch. Das arme Auto, das könnte eigentlich. Ups. Die neue Verschrottungswerbung werden. Hat wohl nicht gerade mal eben aus den zum Spiegel geguckt und hat einfach geöffnet. Na gut, da sieht man schon. So. Und mir lassen gerade einfach mal spontane Sachen einfallen. Das merkt ihr gerade jetzt schon. Erde! Ich habe hier was Interessantes. Was ist heute eigentlich los? Ich habe kein Quellbell gefunden. Nein, Quervels. Habe ich was zu laut gesagt? Ich hätte immer nichts sagen können sollen dazu. Schaut mal. Was sehe ich denn da? Da war wieder mein Mund wieder mal zu voll. Einen Moment bitte, ich muss mal gerade husten. Ich habe jetzt mal ein bisschen leiser gehustet. Ich denke jetzt auch, was war das denn für ein Husten? Aber ich habe so gehustet, dass man nicht so laut hört. Weil ich nehme natürlich wieder mit meinem Handy auf. Daher kann man nicht so abschalten, wie die, die am Computer aufnehmen. Mal eben den Mikrofon aus. Das kann ich jetzt gerade nicht. Daher habe ich versucht, ein bisschen leiser zu husten. Hat sich jetzt gerade ein bisschen komisch angehört. Ich finde, das hat sich angehört wie unecht, aber. Das war aber Husten. Ich habe so gehustet, dass man nicht so laut ist. Weil ich finde es nicht schön, wenn man jetzt einfach hier so arg reinhustet im Mic. Das finde ich nicht so schön. Daher habe ich das eben so gemacht. Jo, was mache ich denn jetzt? Ich habe jetzt keine Sonnen andere Achse mehr. Äxte. Spitzhacken. Habt ihr aufgepasst? Wo war der Fehler? Schreibt's in die Kommentare. Aber es geht auch jetzt nur jetzt hier gerade. Für die paar Minuten. Das war ein kleiner Tipp von mir. Mal gucken. Habt ihr aufgepasst? Weil da war gerade ein Fehler von mir versprochen. Hallo, hier ist euer Lucky Boy. Ich bin hier in einer lustigen Höhle und ich will endlich hier raus, aber die
es geht hier wohl endlos weit. Und hier ist alles komisch. Ich krieg ne Rappel. Na gut. Das war jetzt einfach mal spontan improvisiertes Programm. Alter, alles ein bisschen improvisiert. Alles jetzt wie immer nicht geplant. So eingeplant jetzt. Aber ich habe jetzt wirklich gedacht, jetzt muss ich wirklich wieder was rausbringen. Es war schon bisher. Daher ist das jetzt eine verrückte Folge. Und schon habe ich die Treppe gefunden. Es geht endlich nach draußen. Wie ich sehe, ist es dunkel. Ich fürchte mich so dunkel. In echt natürlich nicht. Da draußen sind böse Monster und ups, natürlich böse Kreaturen. Ich versuche jetzt so improvisiert jetzt wie möglich. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt bitte auch in die Kommentare. Aber ich versuche jetzt wenigstens etwas zu machen, damit es nicht so arg so langweilig ist. So. Naja. Bisschen Pannenpowder. Habe ich hier ein bisschen Holz? Nein, natürlich nicht. Das ist ja wunderbar. Das heißt, ich muss wohl jetzt mal Holz hacken gehen. Davor schmeiße ich mal kurz das Eisen und den Gold in den Ofen. Ich sag jetzt nix. Seht ihr das? Das ist doch jetzt nicht wahr. Ich hab doch gerade gesagt, ich hab kein Holz. Wo kommt denn das denn her? Na gut. Ich hab nix gesagt. Natürlich wird diese Kiste versteckt. Nichts gegen meinen Onkel. Aber das tue ich jetzt nur wegen die Diamanten. Mal ein bisschen sicher. Ups. Na? Habe ich jetzt das ganze Zeug verbuggt? Ja. Das war ja klar. Ich weiß ja nicht, ob hier jetzt... Nee, das geht eigentlich gar nicht. Ich habe ja vergessen jetzt. Das geht ja nicht. Mann. Ich muss mal kurz husten. Ja, es geht ja nicht. Der muss ja mit meinen WLAN verbunden sein. Erst dann geht es. Das könnt ihr ruhig mal ändern. Das ist echt... schade, weil man dann immer zu denjenigen hin muss, mit dem man spielen möchte. Das ist echt schade. Aber ich kann da jetzt nichts dran machen. Hatte ich hier nicht schon mal sortiert? Da kommt das Holz eigentlich rein. Das ist Mischmasch. Okay. Gut, dann mache ich jetzt nochmal ein bisschen Holzhacken gerade. Und wie ich sehe, dann beende ich auch gleich die Folge. So, wir gucken, kein Creeper. Da war ein Skelett. Den habe ich jetzt gehört. Ihr auch? Wo bist du?
Da ist eine Spinne. Ich habe doch gerade ein Skelett gehört. Wo ist der? Note. So. Also, pass mal auf, ich noch einen Baum fällig jetzt für euch, weil das wird jetzt komisch aussehen. Ein Baum fällig und dann höre ich auf. Das sieht natürlich nicht so gut aus. Der Herr. Was? Wo bist du? Was? Wo ist der? Hä? Wo ist der? Ach, da bist du! Du blödes Vieh. Aua! Wieso so erschrecken? Na gut. Habe ich mich jetzt aber wirklich erschreckt. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass der da drunter versteckt ist. Und natürlich habe ich mich jetzt erschreckt. Na gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann macht den Daumen hoch. Und ich freue mich auch, wenn ihr wieder einschaltet zu einer neuen Let's Play Folge. Und schaut auch bei anderen YouTuber vorbei auf meinem Kanal. Die freuen sich auf ihren Besuch. Und der Lucky Boy sagt bye. Ciao.